Hallo zusammen. Ja, für mich geht es bald in den Urlaub und deswegen war ich etwas in der Drogerie einkaufen. Und falls ihr auch bald in den Urlaub fliegt, dann habe ich vielleicht ein paar kleine Tipps für euch dabei. Also bleibt dran. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt viel gekauft extra für den Urlaub. Das heißt, viele Reisegrößen und das finde ich einfach am besten, weil ich es einfach nicht mag, diese Full-Size-Produkte mitzunehmen, da das erstens viel Platz verbraucht, ist verbraucht an Gewicht auch natürlich, was wenn man mit dem Flugzeug verreist, eine große Rolle spielt. Und deswegen habe ich jetzt viele Sachen in Reisegröße, Minigröße eingekauft. Speziell jetzt für den Urlaub. Und auch ein paar Sachen, die jetzt einfach so mich angesprochen haben. Oder ich halt jetzt irgendwie gerade gebraucht habe, auch so viel daheim. Und zwar fangen wir an. Habe ich mir halt eine Reisegröße an Zahnpasta gekauft. Das ist jetzt von Colgate Total, die originale. Dann habe ich mir von Ebelin diesen kleinen Nagellackentferner gekauft. Der ist acetonfrei und mit Kokosduft. Und ich finde die Größe einfach perfekt. Dann habe ich mir einen Conditioner gekauft. Shampoo habe ich schon in so einer Größe, also so einer Mini-Größe. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen Conditioner gekauft, weil Shampoo, also meine Haare waschen nur mit Shampoo geht gar nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen Conditioner. Und da habe ich mal diesen mitgenommen. Der ist von John Frieda, der Full Repair Conditioner, der ist extra halt für geschädigte Haare, ohne, also behebt Haarschäden ohne zu beschweren, aber bin ich mal gespannt. Es riecht auch sehr angenehm, aber bei solchen Produkten sind ja Silikone en masse drin, deswegen mich stört es nicht, aber ja, werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich noch mitgenommen von Alverde so eine kleine Körperbutter. Das ist jetzt mit Honigmelone für sehr trockene Haut. Und ich mag Honigmelone oder generell diese Düfte, alles mit Melone, super, super gerne. Und deswegen musste das mit, das kostet auch nur alles unter 1 Euro oder so. Dann habe ich mir eine neue Haarbürste gekauft, weil ich habe zwar Haarbürsten, aber jetzt keine so eine kleine Reisehaarbürste, die ich jetzt mitnehmen könnte. Bis auf eine, aber die ist schon total abgenutzt. Hier habe ich immer meine Handtasche drin und die möchte ich halt nicht mitnehmen. Dann habe ich halt diese hier gesehen, die ist von Ebelin aus dieser Nature-Reihe. Das ist eine Holzbürste, antistatisch. Die hat halt so diese Plastikborsten und dann nochmal diese, was sind denn das, Schweinehaarborsten? Wildschweinborsten. Und Nylonstifte. Und ja, halt eine kleine Größe und die hat um die 5 Euro gekostet. Ich schau mal gerade. Genau, 5,45 €. Finde ich ziemlich teuer, aber gerade bei sowas sollte man nicht sparen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Was auch auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Rasierer und ich habe mich jetzt für diese Einwegrasierer von Gillette entschieden. Simply Venus 2 nennen die sich und hier sind jetzt 4 Stück enthalten und 2 gratis. Und das war auch gar nicht teuer, lass mich mal gerade nachschauen. 1,95 € für 6 Stück finde ich eigentlich voll in Ordnung. Und ich wollte jetzt nicht meinen anderen mitnehmen, wo ich dann halt immer diese Ersatzklingen kaufe, weil ich weiß nicht, der ist doch schon etwas teurer und wenn ich den irgendwie vergesse oder verliere, dann ist es schon schade, bei denen ist es mir egal. Und die sind auch sehr gut, die hatte ich schon mal und kann ich auch empfehlen. Dann habe ich mir noch ein Trockenshampoo mitgenommen. Das ist jetzt von Algemarina oder wie man das nennt. Das ist jetzt das Orange. Es gibt doch, glaube ich, noch ein pinkes. Habe ich auch schon gehört, dass die ganz gut sein sollen. Deswegen dachte ich, ich probiere die mal aus und die kostet auch um die 1,50 € oder so. Und ja, ob ich das jetzt mitnehmen werde, bin ich mir noch unschlüssig, ob ich da jetzt ein Trockenshampoo brauche. Weiß ich nicht. Dann habe ich mir noch mitgenommen ein Mini-Haarspray von Vella Flex. Das ist jetzt Style und Repair, schützt vor Feuchtigkeitsverlust mit einem leichten Halt, also so mittel. Und das ist dieses Orange, es gibt auch noch ein pinkes. Ich weiß aber nicht, was das jetzt genau für eine Sorte war. Ich bin eigentlich von Vella Flex jetzt nicht so begeistert. Ich hatte ja schon mal einen Flop-Haarspray von Vella Flex. Aber da gab es jetzt noch in der Mini-Größe eins von Elnett, aber das wollte ich mir nicht mitnehmen, weil es keine Kappe hat, also noch nicht mal so eine extra Verschlusskappe, weil wenn ich da so viele Produkte in eine Tasche packe, habe ich Angst, dass das irgendwie dann auf den Knopf kommt und dann das ganze Zeug da rumsprüht. Deswegen finde ich sowas mit Kappe immer besser, gerade für auf Reisen oder für die Handtasche.
Und dann gab es halt nur noch das hier und dachte ich, okay, gebe ich nochmal eine Chance und probiere Wellaflex nochmal aus. Ist ja diesmal auch eine andere Sorte. Dann habe ich mir noch so ein kleines Deo mitgenommen von Garnier Mineral Ultra Dry Intensiver Schutz, 48 Stunden. Antitranspirant ohne Alkohol, ohne Parabene. Und das hat beim Stiftung Warentest auch mit 1,7, also gut abgeschlossen. Und ja, das war auch nicht teuer, 1 Euro, 1,50 oder so. Das riecht auch sehr gut und da bin ich sehr gespannt. Das kommt auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir noch etwas mitgenommen, was eigentlich auch ein ziemlich guter Tipp ist, gerade wenn man halt nicht so viel einpacken möchte oder wenn man zum Beispiel im Urlaubsort da gerne viel shoppen möchte, ist das hier ein guter Tipp, wie ich finde. Und zwar ist es Waschmittel für die auf Reisen. Das nennt sich das Waschmittel für unterwegs, eine Reisetube. Das ist jetzt von der Hausmarke von DM. Und gerade wenn man halt wenig, wie gesagt, wenig Klamotten mitnimmt oder halt sich gerne einsaut und das vielleicht nochmal tragen wollte, dann ist sowas eine gute Alternative. Und ich dachte, sowas kann nie schaden, nehme ich das mal mit. Und das hat auch nur unter 2 Euro gekostet. Dann, was auch nicht fehlen darf, ist ein tropisches Pumpspray. Das ist jetzt zuverlässiger Schutz vor heimischen und tropischen Mückenarten. Also sowas muss auf jeden Fall mit, weil ich bin ziemlich anfällig dafür. Und das ist auch von DM Esquito Free. Genau, das habe ich mitgenommen. Auch nur so eine kleine Mini-Größe, das reicht vollkommen aus. Dann, was auch nicht fehlen darf, ist Desinfektionsspray oder Hygienespray. Ich habe jetzt das von DMs Hausmarke. Normal nehme ich immer das von Sacrotan, aber irgendwie habe ich das im DM nicht gefunden. Da habe ich das hier mitgenommen. Und ja, ein absolutes Muss, wie ich finde. Einmal als Spray. Und dann habe ich mir noch Tücher mitgenommen. Einmal auch von Sacrotan, diese Desinfektionstücher. Das sind jetzt 5 Stück in so einer Plastikverpackung. Super gut für auch in die Handtasche oder so. Die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und dann wollte ich auch mal ausprobieren, die von Balea. Das sind Hygienereinigungstücher, antibakteriell für hygienisch saubere Hände. Und das ist halt so eine wiederverschließbare Packung. Hier sind 10 Tücher drin. Und die hatte ich halt deutlich, dachte ich, probiere die mal aus. Und dann habe ich noch das hier mitgenommen. Das ist von Sanft und Sicher WC-Papiersitze. Ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, ich gehe total ungern auf öffentliche Toiletten. Und wirklich nur im äußersten Notfall. Und dann finde ich sowas ziemlich praktisch. Falls wirklich dieser Notfall eintreffen sollte, sind die immer dabei. Dann habe ich noch Wattepads gekauft. Diese hier. Das sind die 70er, also 70 Stück Packung. Und ich wollte eigentlich auch noch diese kleinen, ich glaube da sind 30 Stück drin, mir kaufen, halt auch für den Urlaub. Aber die gab es im Moment nicht. Deswegen muss ich nochmal zum DM fahren, mir extra Wattepads kaufen. Weil ich habe jetzt irgendwie keine extra Verpackung, um mir die abzupacken. Und so viel möchte ich halt auch nicht mitnehmen, brauche ich auch gar nicht. Ich brauche die ja nur für meinen Nagellack zu entfernen und für mein Augen-Make-up. Und sonst, ja, das ist halt viel zu viel. Und so eine kleine Packung wird halt vollkommen ausreichen. Deswegen muss ich da nochmal das kaufen. Und was ich auch noch kaufen muss, ist halt für meine Kontaktlinsen diese Reisegröße zum Desinfizieren und Aufbewahren der Kontaktlinsen. Ja, muss ich mir halt auch noch zulegen. Deswegen heißt es auch nochmal shoppen. Dann habe ich mir auch noch Kosmetiktücher gekauft und diesmal in diesem wunderschönen Urlaubsdesign, wie ich finde. Also, wenn man das sieht und da nicht in Urlaubsstimmung kommt, dann weiß ich auch nicht. Also, super. Mussten mit. Und dann, was ich halt mir noch so gekauft habe, jetzt nicht speziell für den Urlaub, ist halt dieser Lockenkamm. Der war auch nicht teuer. Ich glaube, der hat nur 1 oder 1,20 gekostet. Der ist jetzt von Evelyn. Für dichtes, langes und lockiges Haar. Aber ich habe halt gedacht, wenn man sich halt Locken macht und die nicht so definiert sein sollen, ich glaube, damit kann man dann ganz gut durchkämmen und um die zu trennen, weil mit den Fingern ist es vielleicht doch nicht so gut. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, war nicht teuer und habe ich halt mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen von Balea dieses tropische Früchte-Badezauber, das ist so ein Badezusatz. Die ist jetzt auch neu, gibt es in 3 verschiedenen Sorten, wenn ich mich nicht täusche. Und das riecht super, super lecker, so nach, sehr nach Ananas und Kokosnuss. Aber es hat auch noch irgendwie so Mango oder sowas drin. Also nach tropische Früchte trifft auf jeden Fall. Und das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen.
Dann natürlich auch dieses super gehypte L'Oreal Hydra Active Free Micellentechnologie Reinigungsfluid. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt nicht viel sagen. Habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen, werde ich ausprobieren. Dann habe ich mir noch eine Handseife mitgenommen von, oh, meine Haare, Entschuldigung, ich muss mir das mal abgewöhnen. Von Alvea diese Flüssigseife Mango und Litchi. Riecht auch sehr gut. Und dann habe ich mir noch so Teelichter mitgenommen. Die fand ich super lecker vom Geruch. Das ist Melone, so Wassermelone. Ich habe auch schon eine angezündet. Riecht echt gut und fruchtig, aber auch nicht zu übertrieben. Finde ich jetzt für den Sommer ganz gut. Jetzt habe ich mir diese mitgenommen. Waren auch nicht teuer. Dann habe ich mir noch von Balea eine gute Laune-Maske mitgenommen. Das ist eine limitierte Edition, wird wohl wahrscheinlich nur jetzt im Sommer erhältlich sein. Genau, Intensivpflege mit Sommerduft. Das sind so zwei Anwendungen. Dann habe ich mir den neuen Blistex mitgenommen. Das ist dieser Moisture Max. Und der ist ja auch schon ziemlich gehypt. Und dachte ich, probiere ich ihn auch mal aus. Dann noch ein bisschen... Entschuldigung fürs Raschen. Ein bisschen dekorative Kosmetik. Da habe ich mir einige Nagellacke mitgenommen. Geht irgendwie nicht ohne. Da habe ich mir zwei von Essie mitgenommen aus dieser neuen Limited Edition. Das ist einmal die Farbe Battle Service. Das ist so ein Neon. Naja, soll ein Neon sein, aber es knallt schon richtig. Also das finde ich schon wirklich ein knalliges Pink. Und dann habe ich mir noch die Farbe mitgenommen, DJ Play That Song. Und das soll halt so ein Neon-Lila sein. Ist das nicht so ganz so leuchtend, aber ich finde es dann auch sehr auffällig. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich mir von P2 noch einen mitgenommen und das ist Lisa. Das ist die 920 Up in the Air. Auch ein schöner Blauton jetzt für den Sommer und Frühling. Finde ich echt schön. Dann habe ich mir von L'Oreal endlich diesen Confetti-Topcoat mitgenommen. Der nennt sich 916 Confettis und den habe ich auch schon überall gesucht und meinem DM war der immer ausverkauft und da war ich mal in einem anderen DM und da hatten sie den noch und da habe ich direkt zugeschlagen. Und dann habe ich mir noch von Maybelline Jade diese neue BB Cream mitgenommen. Das ist die Dream Pure 8-in-1 BB Cream. Gegen Unreinheiten, es enthält 2% Salicylsäure und ich habe mir die in Medium mitgenommen und ich dachte jetzt gerade für den Sommer ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich so vereinzelte Pickel habe, aber auch gerade wenn es so warm wird, dann habe ich immer so, ja nicht Hitzepickelchen, aber dann irgendwie auf der Stirn habe ich viele so kleine Pickelchen, die sind jetzt nicht so auffällig, aber mich persönlich stört es und dachte ich probiere das mal aus, wie das so ist. Das hat 8,95 oder so gekostet, ich schaue mal gerade nach. $8,85 hat das gekostet. Und dann habe ich mir noch von diesem neuen Astor Soft Sensation Lip Color Butter Lippenstifte, wie auch immer, mitgenommen. Das sind ja wie so ähnlich wie diese Chubby Sticks von Clinique. Habe ich mir den mitgenommen. Das ist die Farbe 011 Feline. Feeling Feline, mein Gott. Und ich swatch den euch mal. Das ist halt, ja wie der Name schon sagt, das ist halt ein Lippenstift, der halt sehr pflegend ist, aber auch noch einen schönen Glanz haben soll. Und das ist jetzt dieser hier. Den fand ich sehr schön und ich fand auch noch so ein etwas, der mehr ins Pinke ging, noch schön. Aber den fand ich jetzt für den Sommer super. Der hat gekostet... 5,85 und dann gab es zurzeit im DM so eine Aktion, wenn man sich den kauft, konnte man sich einen Nagellack aus dieser Perfect Stay Serie mitnehmen und die haben gekostet 4,85, also hat man noch einiges gespart und ich habe mich für die Farbe 207 840 Creamy Coral entschieden, den trage ich auch gerade und ich konnte mich jetzt gar nicht entscheiden für welche Farbe, aber dann habe ich mir doch diesen mitgenommen, den finde ich sehr schön für den Sommer. Und habe ich ja, mich halt für diesen entschieden. Da gab es auch noch schöne andere Farben. Und ja, das war auch schon mein Einkauf. Und ich hoffe, es war vielleicht der ein oder andere Tipp gerade für den Urlaub dabei. Oder vielleicht habe ich irgendwas total Wichtiges vergessen, was ich mir noch unbedingt kaufen sollte. In Mini-Größe natürlich Sonnenschutzspray und sowas habe ich alles schon. Was ich natürlich nicht, was ich natürlich schon da hatte, habe ich jetzt nicht nochmal extra gekauft. Das ist logisch. Und ja,
Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt übrigens, was ich noch sagen wollte, jetzt einen Instagram-Account. Den verlinke ich euch in die Infobox. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Habe ich schon 2 Sachen gepostet. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, das war mein Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.